Wir haben gestern in der Koalition wichtige Vereinbarungen getroffen. Da wird zunächst einmal das Gesetz über die Mietpreisbremse in der nächsten Sitzungswoche jetzt verabschiedet. Wir haben erreichen können, dass bei Neubauten die Mietpreisbremse nicht gilt und damit also auch erreicht wird, dass das Angebot weiter vergrößert wird. Am besten ist es für Mieter, wenn es ein großes Angebot an Wohnungen gibt, weil dann sinken natürlich auch die Mieten automatisch. Das wurde erreicht. Wir haben vereinbart, dass wir beim Thema Mindestlohn die auftretenden Probleme bei der Umsetzung bis Ostern sammeln und nach Ostern dann miteinander bewerten, um zu prüfen, wo wir etwas verändern müssen. Der Hauptproblembereich ist das sogenannte Ehrenamt, das wir abgrenzen müssen gegenüber Beschäftigung. Wir haben eine erste Diskussion ja schon geführt bei den Amateurfußballern. Das kann aber nicht nur durch eine Pressemitteilung geändert werden, sondern da muss man das schon auf sichere Beine stellen. Also das Ehrenamt ist ein Punkt. Wir haben uns dann darüber verständigt, dass wir bis zum Sommer die offenen Fragen bei der Energiewende geklärt haben. Da geht es einmal um den Leitungsbau, da geht es aber auch um das Energiemarktdesign, wie man so schön sagt. Da ist auch die Frage verbunden, welche Reservekapazitäten brauchen wir, wenn der Wind nicht weht, die Sonne nicht scheint und man trotzdem Strom braucht. Da wird es auch um die Frage gehen, Kohlekraftwerke, Gaskraftwerke, all diese offenen Fragen müssen bis zum Sommer geklärt sein. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass wir bis zum Sommer bei der großen Frage der Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern eine Lösung haben müssen. Es geht dort auch um die Entlastung der Kommunen, die nicht flächendeckend, aber doch in einigen Bereichen erheblich belastet sind. Also wir haben neben konkreten Entscheidungen auch die Perspektiven bis zur Sommerpause miteinander vereinbart.